Schlechte Nachrichten. Während das Ozonloch immer kleiner wird, wird die Ozonschicht immer dünner. Das sind ziemliche Hiobsbotschaften. War es also ein Irrglaube, dass beim Ozon alles besser wird? Geht der Erde doch der Schutz vor der gefährlichen UV-Strahlung flöten? Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen heute übrigens von der U, dem U Summer Festival aus Berlin. Thema Nummer 1 in den späten 80er Jahren, das Ozonloch. Mit Hilfe des Montreal-Protokolls gelang es der internationalen Umweltpolitik, die so dringende Kehrtwende einzuleiten. Und zwar wurde die Herstellung von FCKW, also den langlebigen Fluorkohlenwasserstoffen, beschränkt. Vorher massiv eingesetzt als Kältemittel in Kühlschränken und als Treibgas für Sprühdosen. Und sie zerstören das Ozon in den hohen Schichten der Erdatmosphäre massiv. Dabei ist die Ozonschicht extrem wichtig für alle Lebewesen auf der Erde, nämlich als Schutzschild gegen die lebensbedrohliche UVB-Strahlung. Erstmal gibt es eine gute Nachricht. Seit dem Montrealer Abkommen ist der Verbrauch und auch die Produktion der schädlichen Fluorkohlenwasserstoffe FCKW um rund 90% zurückgegangen. Hammer. Doch eine schnelle Erholung der Ozonschicht sei dennoch nicht zu erwarten, sagt die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, denn die schädlichen Chemikalien bauen sich extrem langsam ab. Eine Zahl macht allerdings Hoffnung, denn der Ozongehalt der Atmosphäre hat sich seit dem Jahr 2000 stabilisiert, so Studien. Welche Zahlen sind nun aussagekräftig und wie steht es wirklich um das Ozonloch? Erst kürzlich ist dazu eine Studie herausgekommen, an denen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der Schweiz, und zwar des Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums in Davos, beteiligt waren. Und die Ergebnisse sind ja besorgniserregend, denn sie zeigen, dass das Ozonloch zwar immer kleiner wird, doch die Ozonschicht über den Tropen und den mittleren Breiten dünnt weiter aus. Das Fazit der Forscher und Forscherinnen ist alarmierend, denn es zeigt, dass die Ozonschicht noch nie so dünn gewesen ist wie derzeit. Aber schauen wir doch mal detailliert auf die einzelnen Ergebnisse. Gut sieht es bezüglich des Ozongehaltes in der oberen Stratosphäre aus, nämlich in einer Höhe von 32 bis 48 Kilometern. Zudem zeigt sich auch, dass sich das Ozonloch über der Antarktis erholt hat, seitdem das Montrealer Abkommen geschlossen wurde. Schlechte Nachrichten dagegen aus den unteren Atmosphärenschichten, und zwar von der Meereshöhe bis zu durchschnittlich 12 Kilometern. Die aktuellen Ergebnisse legen nahe, dass dort seit 1987 Ozon verloren geht, und zwar kontinuierlich und unaufhaltsam. Eine Entwicklung, die das Forschungsteam so nicht erwartet hat, denn genau auf die Erholung dieser unteren Schicht, also von 0 bis 12 Kilometern, da kommt es drauf an und macht den Erfolg in den oberen Schichten in gewisser Weise wieder zunichte. Dennoch passen diese Horrorergebnisse nicht zu vorherigen Studien und Schätzungen, nach denen sich das Ozon noch erholt, ja sogar schließen soll. Doch schaut man genauer hin, sieht man auch den Grund dafür. In vorherigen Forschungen hat man sich vor allem das sogenannte Totalozon angeschaut. Damit ist diejenige Ozonmenge gemeint, die von der Erdoberfläche bis zur obersten Grenze der Stratosphäre reicht. Hier wird der Verlust durch das Wachstum kompensiert. Ja, und Forschungsteams weltweit versuchen schon seit längerer Zeit, die Atmosphäre und ihre Mechanismen zu verstehen. Doch hierbei spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle, beispielsweise der Luftaustausch zwischen den unterschiedlichen Atmosphärenschichten. Genauso wichtig aber ist es, die Ursachen zu finden, die hinter dem enormen Ozonabbau stecken. Möglicherweise liegt es an den sogenannten Very Short-Lived Substances, VSLS, also kurzlebigen Halogenverbindungen, die aus industriellen Prozessen stammen. Denn auch sie gelangen in die Stratosphäre und schädigen dort die Ozonschicht. Das hatte eine Studie eines Münchner Forschungsteams gezeigt. Aber auch der Klimawandel hat wohl Auswirkungen auf das Ozon, denn die Erderwärmung könnte zu einer veränderten Luftverteilung in der Stratosphäre führen. Und auch die schädlichen FCKW sind noch längst nicht Geschichte. Alte Kühlgeräte werden noch längst nicht auf der ganzen Welt ordnungsgemäß recycelt. Das FCKW wird dort einfach nicht eingesammelt. Das Forschungsteam der aktuellen Studie allerdings äußert die Vermutung, dass irgendwo heimlich noch größere Mengen an FCKW produziert werden. Durch die Analyse verschiedener Messmethoden schließen sie darauf, dass die gestiegenen Emissionen in Südostasien lokalisiert werden könnten. Doch das ist nur eine vage Vermutung und keinesfalls bewiesen. Am Ende jedenfalls hat die Ausdünnung des Ozons fatale Folgen für uns alle, denn es gibt immer weniger Ozon, das uns vor der UV-Strahlung schützen kann. So steigt das Hautkrebsrisiko
Risiko bei Menschen, Industrie, Politik und Wissenschaft sind also in Sachen Ozonloch mindestens genauso gefragt und gefordert, nach Lösungen zu suchen wie eh und je. Ja, und wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video, und zwar täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social and Media abonnieren. Das geht hier. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Also einfach hier draufklicken, aber nicht die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Klimawandel, weltweites Wetterchaos hat begonnen. Bis dann. Bleibt dran.